Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zu Splack. Oder Spleef? Nee, Splack heißt es hier. Du hast eine Schaufel und kannst mit der Schaufel Eier schießen. Und ja, musst dann die anderen damit quasi runterkicken. Das ist das Ziel. So. Nein, da wollte ich gerade was nehmen, das wurde vor mir weggenommen. So, ich muss gucken, dass ich so lange wie es geht hier oben drauf bleibe und dass mich keiner, oh shit, runterkickt. Egal, jetzt aktiviere ich mal einen Regen. So, und guck mal, dass ich die Leute, die über mir sind, dann noch runterhole. Ansonsten sollte ich mich jetzt hier hauptsächlich auf den Weg konzentrieren, dass ich nirgendwo runterfalle. Denn ich will ungern jetzt nur eine ganz kurze Runde haben. Denn wenn ich jetzt nur eine ganz kurze Runde mache, dann müsste ich da jetzt nur so gesehen eine dranhängen. Eine Runde, und wenn ich jetzt eine Runde gleich noch dranhänge und dann zwei Runden Splack spiele, ist das Problem, dass diese Wartezeit, bis dieses Spiel beginnt, so unendlich lang ist, dass es nervt. Sehr nervt. So, das Schöne ist, ich habe jetzt TNT bekommen, das kann ich vielleicht irgendwie geschickt einsetzen. Vielleicht kann ich mich damit auch hochkatapultieren, aber ich glaube, das klappt nicht so. Aber ich könnte mich hochbauen, aber ich komme nicht hoch genug, glaube ich. So, ich muss das mal gleich gezielt einsetzen. Und ich sehe gerade, hier zwischen ist sogar noch eine Plattform oder beziehungsweise hier drunter. Das heißt, je weiter ich innen laufe oder wenn ich genau hier drüber laufe, werde ich nicht unbedingt sterben. So. Bam. Ich habe TNT einmal in die Luft gesprengt oder gesetzt und jetzt habe ich beide TNTs gesetzt. Und hier unten drunter ist der Weg total zerfetzt. Und hier, wo ich langlaufe, ist es so richtig unsafe. Vor allem, weil gerade jemand auf mich schießt. Was habe ich hier? Ein Suizidschaf. Das ist cool. So, das habe ich gesetzt und läuft hoffentlich nach hinten, um diesen Typen, der hinter mir war, abzuhalten. Da war aber kein Typ. Super! Das heißt, es geht sich jetzt nur noch darum, in Bewegung zu bleiben, dass der andere einen nicht runterkickt. So, da hat er dann, glaube ich, TNT gesetzt. Oder es war auch ein Schaf, weiß ich nicht genau. So, auf jeden Fall will ich mich jetzt hier drüber platzieren. So, und jetzt in Bewegung bleiben, ansonsten kickt er mich zu schnell runter. So, okay. Wieder in Bewegung bleiben. Einfach in Bewegung. Nein! Oh, verdammt. Schade. Ach, das war aber so eine schöne Runde gerade. Guck mal, ich war Dritter. Ach komm, die Team ja auch. Die kicken sich nicht gegenseitig runter. Was soll denn das? Ja, komm, gegen Teams hier. Pah. Naja. Was wollte ich tun? Ich würde sagen, ich gehe in die nächste Runde. Bis gleich. 5, 4, 3, 2 und es geht weiter. In der nächsten Runde ist Black. Und diesmal haben wir oben drüber direkt eine größere Ebene, wo direkt ein paar mehr Leute draußen sind. Das Ding ist, sobald, wenn wir da hinten runterfallen, wo die gerade stehen, sind wir direkt tot, weil darunter ist keine Ebene mehr. Es ist quasi Selbstmord, weiter außerhalb zu gehen. Das heißt, ich werde gucken, dass ich hier stehen bleibe. Das wäre halt möglichst safe. So, gucken, da oben ist so ein Teil gewesen. Ich kann es jetzt einfach mal regen lassen. Aber das ist dann zu unsafe. So, der erste Typ ist unten. Und der zweite hat mich runtergeschmissen. Das gibt es nicht. Und damit bin ich jetzt ganz weit unten gelandet. Scheiße. Hätte ich aufpassen sollen. Egal, ich kann jetzt diesen Regen anfangen. Und ich müsste jetzt irgendwie nach oben kommen. Das wäre mir jetzt sehr, sehr wichtig. So. Aber egal, dann bekämpfen wir uns eben schon hier unten. Und ich sollte nicht rückwärts laufen, habe ich mich keine Ahnung, wo hier irgendwo Lücken sind. So. Der Jäger wird zum Gejagten. Jetzt schieße ich auf euch. Das Ding ist, ich mache mir dadurch selber irgendwie Blöcke kaputt und baue mir selber kleine Fallen. So. Und ich habe nur noch eine Ebene unter mir. Das gibt's noch nicht. Oh, nice. Die erste ist komplett down. Ich weiß nicht, ob es der erste ist, aber auf jeden Fall einer, der mich verfolgt hat. So. Der Typ spammt jetzt ziemlich krass. Oh, nein! Und in dem Moment war da der Block weg. Das gibt's doch nicht. Ich wollte mir oben diese Kiste gönnen, weil da immer Special Items drin sind. Ah, Mann, ich hätte von Anfang an nach hier oben springen sollen. Dann wäre ich mich schon mal direkt ein paar Ebenen höher gewesen. Ich glaube eine. Und von hier hätte ich mich dann hier, oh, upsala, hier oben drauf setzen können, weil hier oben drauf sind direkt mehrere Blöcke übereinander. Hier siehst du es auch, hier sind zwei übereinander. Hier sind auch wieder zwei übereinander, zwei Blöcke.
Und da kriegt man dich nicht ganz so leicht runtergeschossen. Und du kriegst es halt mit, bevor du downgeschossen wirst. Aber naja, was will man tun? Ich würde sagen, dann war's das für heute. Ich weiß nicht, wie lang das war. Ich glaube, die Folge ist was kürzer geworden. Splack ist das Spiel, wer es auch spielen möchte. Und ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Haut rein. Tschüss.